Wendeco Gold. Ja, ich vermute mal, das ist alles nur mit Dekoration und da wird nicht in den Weiten des Wilden Westens nach Gold gesucht. Das wird es nicht. Es ist alles Lug und Trug, da passiert nichts. Haben Sie Geld dann investiert? Wollen Sie Gold haben? Jedenfalls nicht dort. Ihr Geld ist weg. Und Gold gibt es nicht. Was können Sie tun? Ist Ihr Geld verloren oder gibt es noch eine Chance? Die Chancen sind besser, als ich das vorstellen kann. Sag ich mal vorab. Denn wie das geht, das können Sie am Ende dieses Risikos erfahren. Hallo, ich bin Annika Anwalt Jochen Rösch zum Thema Wendeco Gold. Dort wird Gold geschürft. Gemeint ist irgendwo im Westen Amerikas. Da ist aber nichts. Es ist alles Schwindel. Nichts ist echt. Was können Sie tun? Zur Polizei gehen? Ja, viele machen das und das ist auch nicht falsch. Denn eine Strafanzeige soll ja sein, aber die Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter, nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Da setzen wir. Wir verfolgen die Spur des Geldes und das mit gutem Erfolg. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg, sondern nur woanders. Ich kann das heute ergänzen. Geld kann man digital verfolgen, wenn man, Voraussetzung, die richtige Technik hat. Und das ist Raketentechnologie. Bei uns putzigerweise auch aus dem Wilden Westen Amerikas. Ja, nicht ganz, aber Amerika. Wenn Sie mehr wissen möchten, können Sie mich gerne anrufen unter 0308859770. Oder Sie können natürlich auch auf unsere Webseite gehen. Folgen Sie einfach dem Link. Sie finden den Artikel und Sie finden auch einen Fragebogen. Wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen, bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Wir sagen Ihnen, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsaussichten geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Mit dieser kostenlosen Einschätzung kennen Sie alle Fakten. Sie haben alle Informationen. Und deshalb sind Sie in der Lage, die für Sie persönlich richtige Entscheidung zu treffen. Denn ich gehe mal davon aus, dass Sie am allerbesten wissen, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen, oder?